Mach auch mal ein paar Schiffe platt. Ich habe einen Feind vor mir. Knapp. Das war sauknapp. Ich bin beinahe getötet worden. Jetzt ist bestimmt wieder irgendetwas von meinem Schiff kaputt gegangen. Da. Das kann nicht sein. Ja, ich weiß, ich habe das gesehen. Weiter geht's. Ich hasse Rheinlande. Ja, das ist gut. Ich habe jetzt schon 3 Schiffe zerstört oder so. Mach auch mal eins platt, das sind doch nur 4. Los, 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 los. Oh, das ist mittelweiß, ist aber ziemlich mittelblau ist es. Ziemlich groß. Ich nicht immer darüber. Aha, wieder ein weniger. So, wie schaffen wir das? Ist ja nur noch einer. Okay. Die ist an mir vorbeigeflogen, so ganz sauber. Das war der letzte. Wir müssen auf den Planeten und Sinclair schleunigst hier wegbringen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Sie zuerst, Trent. Wir müssen uns beeilen. Ich habe das ungute Gefühl, dass da draußen noch mehr lauern. Schon zu spät kommen? Wir müssen Sinclair finden und dann nichts wie weg hier. Und wo genau haben Sie das her? Von einem Dieb. Aus Manhattan. Er wurde deswegen getötet. Jetzt sind die Killer hinter uns her. Können Sie uns helfen? Sehen Sie sich um, Miss Zane. Sie stehen mitten in der Geschichte der Dame Quash. Eine Spezies, die über 10 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Und bis vor kurzem, relativ gesehen, waren Sie die Bewohner unserer neuen Heimat hier in Sirius. Ich arbeite jetzt schon seit Jahren daran, das Puzzle Ihrer Vergangenheit zusammenzusetzen. Kultur, Technik, Sprache, einfach alles. Besonders interessierten mich dabei diese Tafeln. Mit ihnen konnte ich einige Ihrer Schriften entschlüsseln. Aber mit diesem Stück kenne ich bald Ihren ganzen Code. Ja, ich weiß eine Menge über dieses Artefakt. Aber nicht, warum jemand dafür töten würde. Wissen Sie was von getarnten Rheinlandschiffen? Ich bin Wissenschaftlerin, Mr. Trent. Mich interessieren nur Fakten. Dann sollten Sie lieber die Fakten beachten. Eine Menge Leute sind deswegen schon gestorben. In den Kolonien ist irgendwas los. Leute werden getötet. Andere sind verschwunden, wie Ihr Kollege Dr. Quintain. Quintain ist nicht verschwunden. Er ist ein Einsiedler. Ich glaube, er ist untergetaucht. Und ein Mann wie er macht das nicht ohne Grund. Ich glaube, er wusste zu viel. Das ist lächerlich. Wirklich? Wir finden heraus, dass Rheinland Interesse an Ihrer Forschung hat und als wir hier ankommen, werden wir angegriffen. Es waren Rheinlandschiffe mit einer Technologie, die ich noch nie gesehen habe. Reicht Ihnen das immer noch nicht? Wie wäre es denn mit meinen guten Freunden, ehrenhafte Soldaten aus Liberty, die den Schmuggel mit Artefakten stoppen sollten? Auch sie spurlos verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Vielleicht wussten sie auch zu viel. Im Gegensatz zu Quintain haben sie nichts geahnt. Ich aber schon und Sie sollten das auch. Und da er jetzt weg ist, bleiben nur noch Sie. Ich schätze, diese Schiffe sind bald zurück und wer weiß, was sie diesmal noch mitbringen. Sie, liebe Frau Doktor, haben die Wahl zwischen Wissenschaftlerin auf der Flucht oder Tod im Grab. Was darf es sein? Ich lasse meine Arbeit nicht im Stich. Außerdem, woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann?
Doktor, wir haben ein Dutzend Schiffe auf dem Schirm, Typ unbekannt. Wir haben sie nicht kommen sehen. Ich sagte doch, die kommen zurück. Nehmen Sie, was Sie können und schicken Sie die Leute in die Schiffe. Ja, Doktor. Also gut, ich komme mit. Los jetzt, wir müssen weg! Doktor, die Tafeln wurden in Mr. Trents Schiff geladen. Gut, und jetzt gehen Sie. Die nehmen ja alles auseinander. Komm schon! Ganz schnell von diesem Punkt. Oh Gott, sie haben unsere Basis zerstört! Alle Arbeit! Himmel, sie haben den Andockring zerstört. Vergessen Sie das, die sind in der Überzahl. Wir müssen hier weg. Wohin? In den Nebel. Dort gibt es ein Versteck. Ich lade die Koordinaten hoch. Okay. Schnell, Leute, nichts wie weg. Okay. Und schnell abhauen. Jetzt hat Sinclair auf einmal ein eigenes Schiff. Das muss man, glaube ich, manchmal nicht so ganz verstehen. Auf dem Wasser eigentlich. Wir sind fast da. Mhm. Nur noch ein paar Sekunden. In dem Nebel hängen wir sie ab. Geschafft. Moment. Überprüfe das Radar. Sauber. Keine Spur von Ihnen. Doktor, wohin fliegen wir? Zur Forschungsstation Baxter. Sie steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer, aber die Lebenserhaltung sollte noch funktionieren. Es war kein Witz, als Sie sagten, dass die Schiffe aus dem Nichts kamen. Danke, dass Sie mich rausgeholt haben. Ja, gern geschehen. Selbstverständlich. Okay. Okay, wir sollten hier landen. Haltet die Augen offen. Die können nicht weit weg sein. Da gab es schon wieder so eine komische Anomalie. Ladevorgang. Ich glaube, die haben wir erstmal abgeschüttelt. Hoffentlich haben Sie recht. Wird das eigentlich nie langweilig? Das Rennen und Kämpfen? Nein, das hier. Um die Wahrheit zu sagen, ich merke das gar nicht mehr. Wegen so eines Anblicks bin ich Xenoarchäologin geworden. Ich dachte, wenn das Universum seit Äonen existiert und ich es nur kurz erleben kann, was mag dann wohl eine ältere Spezies darüber denken? Durch sie wollte ich leben. Wenn sie recht haben und Quintain sich versteckt hält, dann ist er noch irgendwo da draußen. Was ist das? Sie haben uns gefunden! Wir müssen hier weg. Wohin fliegen wir? Nach Leeds. Dort habe ich einen Freund. Los! Das war doch so klar. Auf diesem Schiff ist eh keiner, von daher lohnt es sich gar nicht zu versuchen, explodiert. Irgendwas zu reparieren. Diesmal können wir nicht entkommen. Trent, angreifen. So. Angreifen! Ihr habt sie gehört. Und ich gehe natürlich gleich auf die Korvette los. Das könnte knapp werden. Ich muss jetzt mal die Kleinen loswerden. Entschuldigung, das klingelt. So. Entschuldigung. Das Ding ist jetzt höre ich wieder nur auf einem Ohr. Und ich bin voll desorientiert. So.
Und das, was mich am meisten stört, ist, dass ich das alles nur auf ein Ohr höre. Schade. Mensch. Alles nur, weil mein Freund mich angerufen hat und das auch richtig war, das eine andere. Jetzt muss ich erstmal hier wieder reinfinden und habe immer noch das Problem, dass ich nur auf einem Ohr höre. Und das nervt mich jetzt schon wieder. Und ich höre dadurch auch gar nicht genau, wie laut der Mikrofon ist und alles. Ah, oh, wie mich das nervt. Nur auf einem Ohr zu hören. Ich weiß, das ist sowieso immer nicht. Aber das ist zu hören. So. Die Rheinländer kriegen mich noch kaputt. Und der nächste Rheinländer. Oh mein Gott. Wart, wart, wart. Und wieder. Ja, das ist ja super, dass eine Rakete im Abflug ist. Da. Gut, ich glaube, wir haben das gleich hier ein bisschen aufgeräumt. Wo die anderen irgendwie nicht so viel machen, wie ich über das gekommen habe. Und dann muss ich mal rausfinden. Oh Mann, jetzt. Ah, hängt auch noch mein Ding. Ich hasse es. Das muss jetzt irgendwie alles hinbauen. Das ist wieder schaffen. So, nächstes. Da da hinten. Hilfe! Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert, Leute? Ich hab keine Ahnung. Hab ich wieder normal... Ah, da hab ich jetzt keine normal. Das war jetzt extrem merkwürdig. Das hat mich so, man merkt schon, ich kann genervt sein, wenn es mit nochmal vorstellen müssen. Jetzt habe ich einen Anruf gehabt, aber ich musste ganz schnell den Kopfhörer abreißen und so. Und dadurch habe ich jetzt das Problem, dass sich das alles nicht mehr so gut anfühlt und dass nicht mehr so alles ist und ich auf den einen Ohr nichts mehr höre. Und nervig ist das. Aber ich glaube, die Schlacht, die kriegen wir recht gut hin. Das ist schon mal ein Fortschritt. Au! Und jetzt noch das Ding hier. Und die Korvette müsste noch drin sein. Ja, das ist ja auch nicht so, dass du auf was du kriegst. Ich habe einen im Visier. Gegnerisches Schiff in Sicht. Okay. Und jetzt müsste eigentlich nur so verwechselig sein. Genau, das ist eine nervige. Und die müssen jetzt gemeinsam schaffen. Radar ist sauber. Guter Kampf. Aber es kommen bestimmt mehr. Wir müssen zu Trents Freund in Leeds. Das Sprungtor wird ganz sicher bewacht. Sinclair, wie ist Ihr Status? Eine Idee, wie wir hier rauskommen? Ich bin okay. In der Nähe ist ein Sprungloch nach Cambridge. Das ist die beste Chance. Von dort sollten wir leicht nach Leeds kommen. Okay, dann los. Sagen Sie, warum sind Sie hergekommen? Bestimmt nicht nur, um mir das Artefakt zu bringen. Doktor, seit Trent das Artefakt in Besitz hat, werden wir gejagt. Zuerst von der Liberty Marine, dann von Kopfgeldjägern, jetzt von den Rheinländern. Alle scheinen es zu wollen, und wir wissen nicht mal, was es ist. Ein Freund sagte uns, Professor Quintain könnte Licht in die Sache bringen. Und Quintain?